Und jetzt geht es weiter. Am Anfang habe ich gesagt, es lohnt sich heute auf jeden Fall den Hashtag heiß laufen zu lassen und zu benutzen, weil es ganz viele tolle Projekte und Initiativen gibt, über die es zu reden gibt und die Öffentlichkeit gebrauchen können. Eine davon ist die jetzt folgende, nämlich, hinter mir erscheint es schon, die Heart of Code. Und ich freue mich sehr, dass Fiona, Jenny und Marie von der Heart of Code hier sind, um dieses wunderbare Projekt vorzustellen. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total darüber, dass wir heute unser Projekt, dieses wunderbare neue Projekt in der Stadt vorstellen dürfen. Just before we start, sorry to all the non-German speakers. We totally didn't think about that you'd be here, which is stupid. But we are totally open talking to you afterwards. So if you want to approach us, this is basically about a new women's hack space in Berlin. And we're happy to talk to you if you want to. Zurück zu Englisch, Deutsch. Genau. Ja, wir sind Jenny, Marie und Fiona von der Heart of Code. Wir sind nur ein kleiner Auszug der mittlerweile schon gewachsenen Community. Es sind noch ein paar mehr Leute da von der Heart of Code. Es freut uns total zu sehen. Und genau, wir wollten euch heute einfach ein bisschen davon erzählen, wer wir eigentlich sind, was wir machen und warum wir das eigentlich machen. Und am Ende gibt es auch noch Hausaufgaben. Genau, aber dazu später. Ich würde einfach mal erzählen, was ich noch vergessen habe. Ein neuer Hackspace für Frauen, Sternchen, Sternchen, ist ein neuer Hackspace für alle, die sich als Frauen identifizieren. Genau, hier, Chaos Communication Camp, habe ich eigentlich die Quelle drauf gemacht, das ist Schwarzbrot auf Flickr, ein ganz, ganz tolles Foto. Wie begann das eigentlich? Ein paar von uns waren letztes Jahr auf dem Chaos Communication Camp, das ist ein Camp des Chaos Computer Clubs, und haben dort total viel gelernt, wir haben neue Leute kennengelernt, wir haben eine wirklich gute Zeit gehabt und vor allem haben wir total viele Frauen kennengelernt, die eben auch in der Tech-Welt und in der Hacking-Welt unterwegs sind und tolle Sachen machen. Und wir haben uns irgendwie gefragt, wie dann am Ende fahren wir wieder nach Hause, sind dann doch wieder so ein bisschen isoliert voneinander. Und während dieses Gewitters hatten wir eine Idee dachten uns, hey, wir gründen einfach einen Hackspace für Frauen. Und um dieses Erlebnis und diese schöne Zeit zu verstetigen. Und Anfang dieses Jahres ist es dann zu einem Projekt geworden, zu Heart of Code. Und wir haben gestartet und haben seitdem schon total viel gemacht und erlebt und tolle Sachen, irgendwie eine schöne Zeit miteinander gehabt. Und was wir gemacht haben und was wir uns so dabei denken, davon erzählen euch jetzt Jenny und Marie. Genau. Also, was ist seit diesem Gewitter vor einem Jahr eigentlich passiert? Wir haben unsere Community erstmal bekannter gemacht. Wir haben möglichst vielen Leuten davon erzählt. Wir waren beim Chaos Radio eingeladen und haben dort über Hackspaces geredet. Wir waren auf dem Open Tech Summit und haben da die Heart of Code vorgestellt. Wir waren bei der Republika und hatten dort ein Meetup und sind dort mit Frauen über Technologien ins Gespräch gekommen. Haben aber auch Firmenvertreter gefragt, wie es aussieht in ihrer Entwicklungsabteilung, wie viele Frauen da so engagiert sind bzw. eingestellt. Und da sind ziemlich interessante Gespräche bei rumgekommen. So, wie setzen wir das jetzt eigentlich um, was wir vorhaben, Wissensaustausch und Wissensweitergabe? Erstmal ziemlich klassisch. Wir haben Workshops organisiert, wir haben Vorträge organisiert, wir haben interessante Frauen eingeladen, wie zum Beispiel Lisa Rost, die uns eine Einführung gegeben hat in Datenvisualisierung zum Beispiel. Wir haben Crypto-Partys organisiert, wir haben Löt-Workshop organisiert, wir haben Einführungen in Python-Workshops organisiert. Und das ist jetzt eigentlich das, was so innerhalb der Community und für die Community alles passiert. Wir haben uns aber auch überlegt am Anfang, wie können wir eigentlich Mädchen schon von Technologien oder für Technologien begeistern, dafür gewinnen, dass sie sich mehr darüber Gedanken machen und Technologien für sich auch entdecken. Und da ist das fliegende Hexenzimmer bei rumgekommen. Das wurde von der Code Week gefördert. Und das sind zwei Workshops unter anderem gewesen. Zum Beispiel der erste, das war ein Löt-Workshop, den haben wir mit Mädchen zusammen in Kreuzberg zusammen gemacht. Paula und Pritz sind hier Freunde, die haben das beide gemacht und haben da mit den Mädchen kleine LED-Käfer gelötet. Und das andere, das war auf dem Fempowerment in Hamburg von den Falken, mit denen haben wir eine Krypto-Party gemacht. Genau, das sind so die Initiativen, die Workshops, die Vorträge, die so unregelmäßig, wenn wir die Ideen dazu haben,
entstehen. Was aber eigentlich die Community so zusammenhält und trägt, das sind so unsere regelmäßigen Treffen. Hauptsächlich sind das die Hack Days, ungefähr einmal im Monat versuchen wir die zu organisieren. Und einmal in der Woche Damensalon im X-Hain in, Felix, wo bist du? Du bist auf jeden Fall hier, ich habe dich schon, da hinten. Vielen Dank, also einmal in der Woche sind wir da, Donnerstagabends. Und das sind so eigentlich die Anlaufpunkte und Zeiten, an denen eben Frauen, die interessiert sind, zu uns zu kommen, uns kennenzulernen oder ihre Projekte umzusetzen, ihre Seminare vorzubereiten oder Programmier-Tutorials machen, da Frauen finden, die sie fragen können, mit denen sie zusammen lernen können oder denen sie einfach auch beim Programmieren lernen helfen können. Genau. Und was wir eigentlich sonst alles noch vorhaben und mit der Heart of Code, das sagt uns Marie. Ja, also wie ihr seht hier rechts auf den ganzen Bildern, da sind wir im X-Hain in der Grünberger Straße 14, unbedingt merken, die Adresse. Genau, und ich sage euch jetzt das, was eigentlich alles euch bestimmt auch schon klar war während des Talks von Fiona und Jenny, was wir eigentlich wollen. Genau, die Heart of Code startet, um eben einen eigenen Hackspace zu haben. Wir wollen also langfristig gesehen unsere eigenen vier Wände haben und wollen so einen Raum schaffen in Berlin, einen neuen Raum für Frauen, die sich in irgendeiner Form für Technik begeistern. Genau, und wir wollen ermutigen, das ist so ein bisschen auch daher entstanden, wir haben festgestellt, es gibt ganz viele Initiativen, zum Beispiel die Open Tech School, wo man Programmieren lernen kann oder Kenntnisse vertiefen kann. Es finden ganz viele, alle möglichen kostenlosen Workshops in Berlin statt. Und wenn die Workshops einfach so stattfinden, dann kommen da oft so 3, 4, 5 Frauen. Und wenn es Workshops sind, wo gezielt oder die einfach für Frauen angeboten werden, dann kommen da 30, 40 Frauen, die Warteliste ist voll. Ja, und deswegen wollen wir eben auch mit dem Hackspace ermutigen, sich mit Technik auseinanderzusetzen, gerne auch kritisch. Und das kann eben Hardware sein, das kann Software sein, das kann Python für Einsteiger sein, alles Mögliche. Und wir wollen vernetzen, das heißt, wir wollen einmal eben die Newbies vernetzen mit den Kernel-Entwicklerinnen, wir wollen die Tech-Startup-Gründerinnen mit den Python-Programmiererinnen zusammenbringen. Das zum einen. Wir wollen aber auch vernetzen zwischen den Hackspaces, die in Berlin schon so gibt. Wir wissen, wir sind nicht der erste Hackspace. und wir wollen auch nicht der erste und der einzige sein. Und es gibt eben auch dieses Jahr, oder ich glaube zumindest letztes oder dieses Jahr, hat sich eine neue Initiative gegründet, die Hacks. Es gibt ganz viele andere Hackspaces in Berlin, die wir auf Raumfahrtsafaris irgendwie auch besuchen, Erfahrungen austauschen wollen und wissen wollen, was bei denen so gemacht wird und uns da was abschauen wollen. Aber eben auch Erfahrungen, die wir selber dann machen, eben zu teilen. Ja, und das haben wir festgestellt. Das macht ganz viel Spaß und das wollen wir auch beibehalten. Diese Käferlöten, das habe ich auch mal gemacht als Vorbereitung für die Mädels. Ich fand es aber, es hat echt richtig viel Spaß gemacht und wir wollen eben genau das, eben den Spaß mit Computerdingen irgendwie hauptsächlich haben. Darum soll es bei uns gehen. Genau, jetzt kommen die Hausaufgaben, die Fiona schon angekündigt hat, ganz wichtig. Kommt vorbei, also vor allem die Donnerstage bieten sich an, eben Donnerstag am frühen Abend sind wir im X-Hain. Sprecht mit uns, sprecht heute Abend auch gerne mit uns, sprecht uns an, wir sind auf jeden Fall noch eine Weile hier. Genau, macht mit, gestaltet Workshops, das heißt, wenn ihr irgendwie Ideen habt oder wenn ihr irgendwie was habt, was ihr unbedingt gerne auch mal einen Workshop geben wollt, dann schickt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns irgendwie. Wir haben auch regelmäßig stattfindende Hackdays, die machen wir normalerweise einmal im Monat. An so einem Hackday kann entweder passieren, du arbeitest an deinem Open-Source-Projekt weiter und kommst mit 2, 3 anderen noch, oder du hast eine ganz neue Idee und willst irgendwie anfangen, JavaScript zu lernen. Genau, und die letzte Hausaufgabe, ja, ich weiß nicht, es gibt manche. Die letzte Hausaufgabe, JavaScript ist super.
erzählt es weiter. Das heißt, alle, die jetzt heute Abend nicht hier sein können oder nicht YouTube gucken, erzählt denen das, dass es uns gibt und wir wachsen auch gerne. Genau, gesprochen von dem Hack Day, der nächste findet am 30.10. statt. Das ist, glaube ich, Halloween. Das ist ein Sonntag. Genau, ihr könnt euch auch als Computer verkleiden. Als Komponenten von Hardware. Ja, genau. Kommt vorbei, die finden eigentlich dann immer so ab 11 statt, bis so lange, wie ihr bleiben wollt. Genau, der Ort steht noch nicht fest, der wird aber auf jeden Fall über Twitter geteilt oder über die normalen Kanäle. Genau, danke, das ist hier unsere Seite. Ihr seid auch gerne willkommen auf GitHub, da mal Vorschläge zu machen oder selber mal irgendwie was zu verändern. Unsere E-Mail-Adresse und unser Twitter-Handle, kontaktiert uns gerne, wir freuen uns. Nicht an? Doch, jetzt. Ah. Vielen, vielen Dank, ihr drei. Herzlichen Dank für die Vorstellung und für das großartige Projekt. Wir prüfen die Hausaufgabe dann beim nächsten netzpolitischen Abend natürlich ab, ob die auch erledigt worden sind. Jetzt gerade habe ich noch nicht so viele Tweets dazu gesehen. Das ist schon mal ein Indiz, dass noch Luft nach oben ist. Gibt es Fragen oder Kommentare an die drei? Aufgabe vor den Fragen. Weil wir haben jetzt gar nicht gesagt, was die Heart of Code eigentlich bedeutet. Und wir haben schon zwei verschiedene Sticker. Einmal ein Hexagon, einmal ein shiny silbernes Sticker. Das heißt, für alle, die jetzt sofort spontan wissen, woher der Name kommt, kriegen zwei Sticker. Herz aus Gold. Okay, was? Neil Young, Herz aus Gold? Okay. Okay, das war jetzt aber noch nicht ins Mikro, von daher darfst du auch nochmal eben lösen. Ja, das ist die Herz aus Gold, das Raumschiff mit dem unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive aus Bernhard durch die Galaxis. Adresse für Sticker schreibe ich euch auf. Okay. Noch Fragen an das Team? Yes. Da hinten? War eine Frage? Oder einfach nur? Okay. Okay, na dann, nochmal einen fetten Applaus und vielen, vielen Dank an euch.